Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erstner, Kirchheimer, Kaier und Tittmoninger, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, heute kommt der Abendimpuls vom Friedhof vor der Erstner Kirche. Und was mir an diesem Brunnen, wo ich jetzt sitze, besonders gut gefällt, das ist hier herunten der Spruch, nämlich dieser Spruch: Ohne Wasser kein Leben, ohne Gott kein Segen. Diesen Spruch beherzigt unsere Zeit viel zu wenig. Das fällt mir immer mehr auf. Wir schauen nicht mehr darauf, dass wir eigentlich Gott für unser Leben brauchen. Gott wird nur noch am Rande irgendwo erwähnt bei uns. Manches ist Tradition, was wir machen, was Folklore ist für andere, das gehört halt noch dazu. Aber dass wir Gott wirklich brauchen, das fehlt bei vielen. Und das tut mir oft sehr, sehr weh, wenn ich die Menschen unserer Zeit so reden höre über Gott. Wenn ich dann frage, betet sie eigentlich noch jeden Tag? Naja, es genügt ja, wenn wir einmal in der Woche ein Kerzerl irgendwo aufstellen, aber mehr brauchen viele nicht. Aber wir brauchen unseren Gott, und umso mehr wir ihm Einlass geben in unser Leben, umso mehr können wir auch seine Nähe und seine Gegenwart spüren. Und das dürfen wir und müssen wir in unserer Zeit gerade den jüngeren Menschen wieder sagen und mitteilen oder auch unseren Familien zu sagen. Und das trauen wir uns viel zu wenig. In dem Sonntagsevangelium, das wir morgen hören, da wird uns das gesagt, dass es nur dann geht, wenn wir uns einlassen auf diesen Jesus in seiner Liebe, weil wir dann beim Vater sein können. Und er will uns mit seinem Tröster beschenken, dem Heiligen Geist. Und am Ende sagt er uns in diesem Evangelium, das aus den Abschiedsreden genommen ist, dass wir den Frieden, dass der Friede bei uns bleibt. Jeder von uns wünscht sich einen Ort des Friedens. Wenn ich in meinem Garten bin, dann denke ich mir oft, was herrscht denn da für ein Friede, wie schön ist das alles. Und das dürfen wir, und diese Sehnsucht trägt jeder von uns in sich. Aber der Segen kommt letztendlich von Gott, und zwar umso mehr wir ihn einlassen. Und dieser Segen, dieser Friede von Gott, der kann uns erfüllen, wenn wir uns für ihn öffnen. Und so beten wir: Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und weil morgen Sonntag ist, wollen wir auch daran denken, dass dieser Tag den Herrn gehört. Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freude in alle Welt gebracht. Es freut sich, was ich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. Und so wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und morgen einen schönen Sonntag. Führt euch gut, bis zum Mittwoch.